Servus Leute und sehr herzlich willkommen zur dritten Folge der FC Bayern Karriere. Und ja, in der letzten Folge haben wir den Saisonstart erlebt und ja, wir sind jetzt nach zwei Spieltagen nur auf den sechsten Platz. Wir haben ja das erste Spiel gegen Hoffenheim gewonnen und dann das zweite leider 1:0 verloren gegen den VfB Stuttgart, der ja jetzt hier vor uns ist auf dem fünften Platz. Aber es war ja bisher erst der zweite Spieltag. Bevor wir aber weiter simulieren, schauen wir hier mal in den Kalender. Und ich werde hier wahrscheinlich bis zum Ende von Oktober simulieren. Also es wird wahrscheinlich eine XXL-Folge. Also es wird heute etwas länger. Wir haben insgesamt 3 Spiele in der Champions League. Und ich werde sehr wahrscheinlich so 2 oder 3 Spiele spielen. Einmal das gegen Schalke und dann das DFB-Pokalspiel. Vielleicht auch noch ein Champions League-Spiel. Aber ich denke dann eher schon gegen Ajax Amsterdam. Und dann sind wir hier schon beim ersten Spiel angekommen gegen Bayer Leverkusen. Ich erwarte hier auf jeden Fall einen Sieg. Ich weiß gerade nicht, wo die stehen. Ich denke mal eher weiter oben, so 2. oder 3. Platz. Martial mit dem 1:0 nach 15 Minuten, aber Alario nach 25 Minuten mit dem Ausgleich schon wieder. So, die erste Halbzeit ist rum und Lewandowski mit der Führung zum 2:1. Martial verletzt sich, sieht aber nicht so schlimm aus und jetzt kommt, jawohl, wir gewinnen 2:1 gegen Leverkusen. Und jetzt kommt die Nachricht, Martial fällt 9 Tage aus. Okay, ist nicht schlimm. Und hier diese geile Animation, Junge, ey. Das ist auch das erste Mal, dass ich sowas hier... So viel ich weiß, sieht's in der Euroleague noch geiler aus. Aber zumindest geht Früchtl jetzt hier noch auf eine 69 hoch. Ja, Freunde, morgen kommt dann wahrscheinlich das erste For Champions Video auf meinem Kanal. Ich werde meine ersten 10 Spiele machen. Ja, eigentlich wollte ich ja heute schon eins machen, aber dann verschiebt sich die WL leider auf morgen, auf Samstag und ja, heute ist noch Freitag, ne? So, dann schauen wir hier mal unsere Aufstellung an. Martial ist noch angeschlagen, kommt dann auf die Bank, darf mal Rashford von Anfang an. Und ja, ich würde sagen, da passt hier unsere Aufstellung. Alle sind fit, alle sind in Topform. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier rein ins Spiel gegen Benfica Lissabon. Ich will auf jeden Fall in der Gruppenphase weiterkommen und auch irgendwie in Richtung Halbfinale oder so kommen. Und ja, James mit dem 1:0. Halbe Stunde gespielt und genau dann schießt Sivkovic das 1:1 für Benfica. So, eine Stunde ist jetzt schon rum. Mal schauen, ob wir hier noch einen Sieg holen. Nein, es sieht nach einer Niederlage aus. Kommt noch ein Unentschieden. Ja, erstes Champions League Spiel leider 2:1 verloren. Rashford bedankt sich auch nochmal, dass er hier eine Chance von uns bekommen hat. Und jetzt haben wir hier ein Spiel gegen Schalke und mal schauen, auf welchem Platz die so sind. Also sie sind hinter uns auf dem 11. Tabellenplatz. Aber natürlich, es waren bisher erst 3 Spieltage. Ich würde aber ganz gerne mit der zweiten Mannschaft dieses Spiel bestreiten, weil ich mir ganz sicher bin, dass Schalke hier auf jeden Fall leichter als Benfica wahrscheinlich sein wird, weil es halt in der Champions League war. Deswegen spielen wir nur mit der zweiten Mannschaft, Ulreich im Tor und ja, ihr seht's ja. Ich habe mal vorne Rashford in den Sturm gepackt, dann ja, noch Grimaldo auf die Linksverteidigerposition und Upamecano in die Innenverteidigung. Und ja, eine knappe Stunde ist jetzt schon gespielt. Ja, noch kein Tor gefallen und dann... Ja, 1:1, come on, let's go. Und wir spielen auch 1:1, das heißt, wir sind auf jeden Fall, ja, noch so ungefähr auf dem Tabellenplatz, auf dem wir gerade waren. Und ja, wir sind 6. Platz, schon mal auf einem internationalen Platz, aber natürlich wollen wir Meister werden. Das ist natürlich das erste Ziel des FC Bayern hier in der Liga. Und dann, ja, kommt das Spiel gegen Augsburg und ich denke mal, da muss man schon mit einer besseren Mannschaft rangehen, weil wir können ja mal kurz hier auf die Tabelle schauen, sie sind 10. 11. ist jetzt Schalke, also natürlich, ich will hier gewinnen. Deshalb nehme ich jetzt hier erstmal unsere Standardaufstellung mit den guten Spielern. Und dann gehen wir rein ins Spiel. 1:0 durch James in der 5. Minute. Und ja, wir gewinnen 3:0. Hab's jetzt mal überspringen. Alle 3 Tore durch James. Und dann sind wir auch schon auf dem 4. Tabellenplatz. Und dann steht als nächster Gegner hier Hertha BSC Berlin an. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier auf
auf die Tabelle, wo die so stehen. Ja, sie sind im Mittelfeld ungefähr, deswegen müssen wir da eigentlich auch mit der Top 11 rangehen. Das machen wir auch. Zu Gast sind wir jetzt hier in Berlin und hoffen natürlich auf den nächsten Dreier. Und komm mal gleich mal mit dem 1-0. Setzt dir ein Zeichen. Ich will ja auf jeden Fall gewinnen. Wie schon gesagt, ein Dreier ist hier ein Muss. Auch wenn es in der Realität andersrum war, da hatte Berlin gewonnen. Soviel ich weiß, 2-0. Lazaro kommt fürs Kelbrett rein. Ah, 85 Minuten gespielt. 86. Minute. Komm auch noch mit dem 2-0 und dann gewinnen wir hier 2-0. Ja, das Ergebnis von der Realität erstmal umgehen. Ja, das war natürlich dumm, weil jetzt geht's in die Champions League und jetzt ist die halbe Mannschaft nicht gut drauf. Ja, ich hätte zuerst mal in den Kalender schauen müssen, aber wir können ja natürlich noch rotieren. Wir bringen einfach mal hier Grimaldo rein für Alaba. Dann hier noch Upamecano, ich würde sagen für Boateng. Ja, und in den Sturm. Wir bringen jetzt mal Lewandowski auf die Bank, weil Lewandowski hat bisher noch kein Tor, so viel ich weiß. Ja, und Martial darf mal hier ran. Im Sturm, eigentlich könnte ich ihn mit Rashford tauschen, aber ich will ihn jetzt mal hier im Sturm ausprobieren. In der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Eine Einsatzzeit, ne, sagt hier Thomas Müller. Und dann gehen wir hier rein ins Spiel gegen Ajax Amsterdam. Bis gleich. Und hier sind wir im Stadion von der Allianz Arena oder von Bayern München, besser gesagt. Ich weiß auch nicht, wieso da Fußballarena München steht. Auf jeden Fall geht's jetzt rein ins Spiel gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. Zweiter Spieltag. Let's go. Das ist jetzt mal Hammes mit der ersten Chance und gleich das 1-0 nach 5 Minuten. So, jetzt mal hier kommen. Und da steht Martial mit dem zweiten. Und da ist das 1-2. Also Ajax bleibt hier erstmal noch dran durch Huntelaar, glaube ich. In der 16. Minute war eigentlich nach einer Ecke, aber ja, und dann war es das auch schon wieder von dieser Partie. Wir gewinnen 2-1. Ja, die zweite Hälfte war jetzt sehr uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Also da ist fast gar nichts mehr passiert. So, dann geht's wieder in ein Training rein. Keiner geht auf eine bessere Gesamtstärke. Und dann haben wir hier ein Angebot für Ron Torben Hoffmann. Das kann ich annehmen, weil für den bekommen wir eh nicht mehr. Der wechselt ja erst in der Wintertransferphase, aber den werden wir da auch nicht gebrauchen mehr. So, nächstes Bundesligaspiel. Gladbach ist auf dem 9. Tabellenplatz. Irgendwie fast jeder Gegner von uns war bisher auf dem 9. Tabellenplatz. Ich würde sagen, da müssen wir auch mit der Top 11 spielen und dann gehen wir rein, weil ich sag mal, das wird kein leichtes Spiel, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit nicht so viel gewonnen haben, haben wir gerade rechts gesehen. Ja, 20 Minuten gespielt, kein Tor. Also ich will auf jeden Fall nicht verlieren, das wäre nämlich nicht gut für unsere Tabellenplatzierung. Mal schauen, ob wir noch gewinnen können. Nein, es bleibt beim 0-0. Ja, im Training verbessert sich Mai und Früchtl auf eine bessere Gesamtstärke und Früchtl hat jetzt auch die 70er-Marke geknackt. Ja, dann geht's gegen den VfL Wolfsburg ran und ich wäre sogar dafür, dass wir dieses Spiel auch noch spielen. Und da ist es 1-0 für den FC Bayern nach knapp 37 Minuten. Let's go. Martial mit seinem ersten Bundesliga-Tor, so viel ich jetzt hier weiß, gegen den VfL Wolfsburg. Ist auf jeden Fall geil, gegen den ersten ein Tor zu schießen, würde ich mal sagen. Also, ich würde auf jeden Fall nicht nein sagen. Und hier sehen wir es nochmal. Oben links geht der Ball rein. Wir hatten auf jeden Fall schon ein paar bessere Chancen, die man auf jeden Fall auch machen hätte müssen. Aber ja, Hauptsache, wir führen jetzt endlich. Und da ist es 2-0 und damit ist der Sieg wahrscheinlich schon für uns entschieden. Martial nochmal, sein zweites Tor in diesem Spiel schon. Also der dreht hier auf jeden Fall gegen Wolfsburg erstmal auf. Und da ist das 3-0 von, ich glaube, Dybala ist die Nummer 8 dieses Mal. Dybala, so ist es. Ja, mit seinem Jubel zum 3-0. Alter, das Tor war nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Sowas kann man auf jeden Fall mal machen. Da ist Martial durch. Martial mit dem 4-0. Wir schießen ja Wolfsburg hier schon fast ab. Und zwar auch noch im eigenen Zuhause von den Wölfen. Also das ist ja hier eine Blamage. Okay, ja, das ist der FC Bayern. Wolfsburg ist aber auch Erster. Und wir sind nur Dritter oder Vierter. Und wir gewinnen hier bisher 4-0. Also es sieht auf jeden Fall, jetzt ist es ein klarer Sieg, ganz ehrlich. Und da ist noch der Anschlusstreffer. Hier 1-4 steht jetzt für Wolfsburg. War ein glückliches Tor. Also
muss man haben als Torwart. So, und wir gewinnen dann auch mit 4:1. Ja, das eine Tor von Wolfsburg war dann ganz ehrlich noch sehr unnötig. Maxial bekommt hier den Ball. Ja, 3 Versuche, 3 Tore. Ist auf jeden Fall eine gute Bilanz nach diesem Spiel. Und dann sind wir hier auch schon wieder in der Champions League gegen AEK Athen, nicht Athen, Athen. So, dann sind wir hier in der Champions League gegen Athen und da will ich auch gewinnen. Ich spiele wieder mit der Top 11. Ja, sind eigentlich alle halbwegs fit. Eigentlich könnte ich sogar mit... Ja, komm, ich spiele mal mit der zweiten Mannschaft und hoffe natürlich hier auf einen Sieg. Natürlich ist die zweite Mannschaft eigentlich genau, fast genauso gut wie die erste. Thiago verletzt sich und Rafinha mit der gelben Karte und am Ende wird es wieder nur ein 1:1. Ist jetzt kein gutes Ergebnis, wenn wir mal jetzt hier in die nächsten Spiele reinblicken. Wir haben wieder ein Spiel gegen Benfica. Ich denke, das werde ich spielen. Dann werde ich auch wahrscheinlich nochmal gegen Ajax spielen und dann werde ich das wieder simulieren. Und wenn wir dann das verlieren, ja, dann sind wir wahrscheinlich nicht so gut dabei. Aber ich denke mal, Euroleague sind wir auf jeden Fall dabei bisher. Aber natürlich ist es natürlich Ziel, weiterzukommen. Und dann sehen wir ja auch, wir sind jetzt Erster in der Bundesliga und spielen hier gegen Mainz 05 und da spiele ich mit der Top 11 und hoffe natürlich hier auch auf einen Sieg. Auswärts in Mainz und Hummels muss verletzt runter. Alaba kommt für ihn rein und wir verlieren 1:0. Das ist jetzt nicht so gut. Nächste Trainingseinheit, Upamecano geht hoch und die Wiener auch. Dann schauen wir erstmal auf, wie lange Hummels verletzt ist. Hier erstmal gute Arbeit, okay. Spieler verletzt 6 Tage. Okay. Und hier nochmal einer verletzt. Thiago fällt nur 3 Tage aus, okay. Hummels wurde jetzt erstmal zum Pokalspiel nicht mehr fit, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und